So, nun sind wir schon seit dem 11. Juli in den San Blas, in den Gunayala unterwegs. Und heute war es wieder mega spannend. Also wir sind, fangen wir mal rückblickend an, aber wir fangen mal mit heute an. Heute sind wir von den, ich weiß gar nicht, wo wir hingefahren sind. Seit einer Woche segeln wir nun schon in den San Blas, in den Gunayala, wie die Einheimischen ihr Inselarchipel nennen. Von Chichimé zu den Cayo Hollandaise. Und nun liegen wir in den östlichen Cayo Cocobanderos vor Anker. Tiadup, Dupwala, Olosikuitup, Guariatup. Zwischen diesen vier Inseln, die die östlichen Cocobandero-Keys bilden, finden wir einen paradiesischen Ankerplatz. Geschützt hinter dem 4 Meilen langen Außenriff. Inmitten der kleinen Sandinseln. Nur eine davon von einer Familie bewohnt. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie hast du denn geschlafen? Ich habe wie immer sehr gut geschlafen. Trotz der leichten Blitze heute Nacht wieder. Aber das stört mich nicht. Oh, die habe ich gar nicht mitgekriegt heute. Ja. Und du? Ich habe auch hervorragend geschlafen. Es ist so schön ruhig hier an unserem Ankerplatz in den Cocobanderos. Und von den Blitzen habe ich diesmal gar nichts mitgekriegt. Normalerweise wache ich davon ja irgendwie immer auf, aber anscheinend war ich wirklich sehr müde. Was machst du jetzt gleich? Ich gehe gleich mit der Lupina, beziehungsweise mit dem Dingi und der Crew der Lupina ein bisschen auf Exkursionstour. Und die Nora wollte nicht mit, die fährt mit dem Kajak. Hakko machte sich mit Pia und Köbi auf den Weg und ich folgte kurz darauf mit dem Kajak. Zunächst auf die Insel Olosikuitup, die Insel, neben der wir lagen. Von der kleinen Sandinsel haben wir einen fantastischen Blick auf die umliegenden Inseln, auf unseren Ankerplatz und inmitten der Insel fanden wir zu unserer Überraschung einen Süßwasserbrunnen, aus dem die Gunas mit ihren Booten in großen Fässern ihr Wasser holten. Anschließend ging es weiter auf die umliegenden Inseln, unter anderem auf einen kleinen Sandfleck, auf dem Köbi den Versuch unternahm, einige Kokosnüsse einzupflanzen. Es ist einfach ein bezaubernder, paradiesischer Ort, an dem wir uns hier befinden. Wie war eure Dingitour? Es war eine schöne Dingitour zu den kleinen Inseln hier. Haben wir erfahren, dass dann eben halt vor 3 Jahren oder 4 Jahren, weiß ich nicht so genau, Sturm war, ein großer Sturm, eben halt viele Palmen geknickt hat, Sand von den Inseln weggespült hat, sodass eigentlich die ursprünglich mal größte Insel hier mittlerweile eine der kleinsten Inseln ist. So. Aber schön ist es trotzdem. 2 kleine Pinas haben wir noch gekauft von einem Local, der hier immer zwischen Irio Azucar und den Inseln hin und her fährt und vor allen Dingen auch die Yachten mit frischem Obst und Gemüse oder auch Unabrot versorgt. Pina del Monte. Verde. Pancoco, mira. Cuna. Sí. Ich bin gespannt, es sind so kleine, die hier in den Bergen wachsen, also im Gunai-Land, wie die schmecken. Und was wir auch noch erfahren haben, auf der einen Insel, die hier bewohnt ist, in den östlichen Cocobanderos, leben 4 Personen, eine Familie
zwei Frauen, die eben auch, wie eigentlich üblich überall, ihre Molas und ihre Armbänder verkaufen. Die Insel Tiadup, die vor wenigen Jahren noch um einiges größer war, wird nach wie vor von einer Familie bewohnt. Die Frauen verkaufen hier ihre Molas sowie Arm- und Beinschmuck, um sich ein wenig hinzuzuverdienen. Pia und ich können mal wieder nicht widerstehen. So, die Nora geht jetzt gleich nochmal wieder ein bisschen schnorcheln, um sich zu erfrischen. Und ich werde mich mal wieder um den Wassermacher kümmern, der mal wieder nicht richtig will. Ist halt nicht so schön. Wir haben einen Nurse Shark gesehen. So cool. Und ich habe natürlich keine GoPro dabei gehabt, das ist immer typisch. Oh, muss nochmal los, vielleicht finde ich ihn ja nochmal wieder. Den Ammenhai habe ich leider nicht noch einmal entdeckt. Dafür einen Adlerrochen, wunderschöne Korallen und viele kleinere Fische. Die Unterwasserwelt auf den San Blas ist bezaubernd. Kohlebürsten vom Wassermacher, haben wir schon mal drüber gesprochen, die sind also ziemlich weit runter. Der Strich ist eigentlich absolut die Grenze. Und da ist nicht mehr viel mit zu wollen. Jetzt habe ich den Draht ein bisschen länger gemacht hier, gezogen, weil er natürlich abgerissen. Ich habe ihn jetzt wieder angelötet, weil ich den Wassermacher zumindest noch mal spülen muss. Und hoffe, dass ich wenigstens noch so ein paar Betriebsstunden rausholen kann. Neue Kohlen sind bestellt, wobei das ist nicht ganz so einfach. Man sagt, er würde 5000 Stunden halten. Also er hat jetzt, die sind absolut runter, der hat noch keine 2000 Stunden. Und irgendwas ist da nicht so schön. Naja, jetzt machen wir es eben halt wieder. Probieren wir mal, dass wir wieder zu laufen kriegen und sehen mal weiter dann. Wie gesagt, neue Kohlen haben wir bestellt. Und kommen aber auch erst in ein paar Wochen. Wir hätten ja ganz gerne auch zwischendurch noch ein bisschen Wasser. Was ich jetzt natürlich auch weiß, dass ich auch notfalls einfach nur so Dinger bestellen kann, wenn der Anschluss nicht passt, dass ich sie umlöten kann. Das ist schon mal sehr, sehr viel wert auch. Und dann bestelle ich einfach irgendwo in England welche und gut, nochmal neue. Alle così fara.
super gut. Danke, Harald. Es ist so schön hier und wir haben ein mega Glück mit dem Wetter. Wir sind ja zur Regenzeit hier in San Blas und wir haben eigentlich echt mit viel, viel mehr Regen und viel, viel öfter Bewölkung und viel mehr Gewittern gerechnet. Das haben uns auch alle in Bocas schon gewarnt, irgendwie mega viele Gewitter und tralala. Und wir haben ein richtiges Glück. Wir hatten jetzt mal zwei große Gewitter und wie oft blauen Himmel und so ein bisschen schade, dass wir die ganze Kunayala-Welt gar nicht von oben filmen dürfen, wenn es ist hier verboten oder untersagt, Drohnen steigen zu lassen. Ich habe mich schon gewundert, warum kann er eine Drohne fliegen lassen, habe ich nochmal nachgelesen, ist tatsächlich so. Und wenn sowas verboten ist, dann respektieren wir das halt auch. Und deswegen habe ich heute kurz dann entschlossen, ich muss in den Mast hoch. Bin ich erst zu uns in den Mast, habe Aufnahmen gemacht, wunderschön, echt diese kleinen Sandinselchen mit den Palmen oben drauf, einfach so. Dann dachte ich ja, die Anixi muss aber jetzt auch dokumentiert werden. Und dann bin ich bei der Lupina nochmal hoch, habe mich da hochziehen lassen und habe noch wunderschöne Bilder von unserem Schiff gemacht. In diesem türkisblauen Wasser zwischen eben diesen Sandinselchen. Ja, jetzt gehe ich gleich noch schnorcheln und dann war es wieder ein perfekter Tag. Die Cayo Cocobanderos waren einer unserer Lieblingsorte auf den San Blas-Inseln. Aber es gab hier noch so unendlich viel mehr zu entdecken, kennenzulernen und zu erleben. Im kommenden Video nehmen wir euch deshalb erneut mit in die fantastische Welt der Gunas. Wir besuchen eines der Dörfer und gewinnen Einblick in ihre Geschichte, ihre Riten, in ihr Leben. Wir besuchen weitere der vielen kleinen Inseln, die größtenteils unbewohnt sind. Wie navigieren wir in San Blas? Wie erleben wir hier das Wetter? Was waren unsere Highlights? Welche Inseln haben wir besucht? All das gibt's in der kommenden Episode. Ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir freuen uns über jeden Daumen hoch. Lasst gerne einen Kommentar da und schalt auch beim nächsten Mal rein. Bis dahin!